Grüß Gott, mein Name bei Ländle TV. Begegnung am Bergeschütt, wie ihr auch seht. Jetzt sind wir da oben, direkt unter der Zimba, auf der Tschengler, oberhalb von Bürs. Ein Wanderparadies. Wander, Genuss und so Sachen, das ist heute der Mittelpunkt. Mein Gast ist nämlich ein Spezialist für höchste Genüsse. Es ist der Georg Gerster, der Geschäftsführer von Hämmerli Café. Ja, servus, Franz. Hallo, servus. Franz, ich möchte mich zuerst schon mal bedanken, dass du mich eingeladen hast. Ja, hey, gern. Hey. Gern. Und ich freue mich, dass ich da mit dir Tschengler bewandern kann. Ich habe da eine längere Verbindung. Wir sind als Kind da immer schon heimgewesen. Das ist doch eine schöne Gegend. Winter wie Sommer. Bist im Winter auch Schneeschuh und so? Das ganze Jahr. Mit der Schneeschuhe, am Sommer, am Wandern. Wir sind das ganze Jahr daheim. Wir machen ja eine Wanderung, jetzt eine kleine mystische, zurück wie tief in den europäischen Ursprung zu den Steinkreisen. Mhm. Und nachher zur Rhonalp. Das passt wunderbar. Und da unterhalten wir uns jetzt ein bisschen. Gehen wir los! Gehen wir los! Bist du als kleiner Bub auch schon da oben gewesen? Als kleiner Bauer auch schon, wir sind immer da aufgegangen, eigentlich am Sonntag spazieren. Ja. Du Georg, wo bist du geboren? Ich bin im Bludenz im Spital geboren. Aha. Und bin in Thüringen aufgewachsen, bin ein Urthürger. Und mittlerweile bin ich seit 4 Jahren ein Bürser. Dann hast du eine Bürserin geheiratet? Ja, nicht ganz, eine Vandanserin habe ich geheiratet. Und deine Frau, wie heißt deine Frau? Sarah. Meine Frau hat den Arschen gebracht, den Sohn mitgebracht. Ja. Ist mittlerweile 18 Jahre alt, geht in die HTL in Dornbirn, Wirtschaftsinformatik. Das haben wir. Das sind ja 2 Steinkreise, weißt du? Der da oder wie? Ja, der da und unten. Ja. Und die sind schon seit 5000 Jahren. Sind die? Ja. Brutal. Die Göttin Rätia ist da zuständig für das. Und das ist von der Kelten und was weiß ich, von der Schweizer Herren eigentlich. Ja. Ist ein mystischer Kraftplatz, wo man sich nicht erklären kann. Ja. Du, super. Du, was ist für dich Luxus? Luxus ist, dass ich jeden Morgen gesund aufstehen kann, dass ich zufrieden bin. Das ist für mich der größte Luxus. Und gesund? Und gesund, ja, genau. Das ist für mich das Wichtigste im Leben. Ich habe das Riesenglück, dass ich eine tolle Familie habe. Aha. Und gute Freunde. Und das ist Luxus. Ja, das ist schön. Wie ist das mit dir? Hast du irgendwelche Hobbys, wo du ganz heiß bist? Ja, habe ich. Ich mache Modellbau. Oh. Ja, das ist meine Leidenschaft, die momentan leider ein bisschen zu kurz kommt. Isarbahn oder anders? Nein, ich baue Modellhubschrauber. Oh. Und das ist meine zweite Welt, für die ich brenne. Das ist doch schön. Du sportlich auch irgendetwas? Ich bin viel unter Natur auf Wegen, Fahrradfahrer. Und wie gesagt, bestes Beispiel, da haben wir spazieren gehen, das ist mache ich. Und Berg kann man ja auch? Berg taugt am Rirsinnig, Berg heißen von mir Heimat. Berg sind noch von unten auf, ist schön. Ich bin nicht, mich sieht man nicht oft an den Gipfelkreuzer, aber oft von unten am Uffi schauen und am Genießen. Wegen was kannst du herzhaft lachen? Kannst du über dich selber lachen? Ja, ich lache meist über mich. Und ich lache auch sehr viel, weil Humor spielt bei mir eine riesen Rolle im Leben, in meinem Tag. Und darum über einen guten Witz, unter Kollegen am Hocken und ein Gläschen Bier trinken. Und das ist einfach das Test zur Zufriedenheit. Genau. Wegen dem Trinken. Riebel und Kaffee oder Kässpätzle? Was hast du lieber? Riebel und Kaffee, das habe ich am allerliebsten. Ist aber Käsknöpfe auch. Eine Frage. Ja. Zu was gehört Riebel dazu? Einfach der Kaffee? Ja, Kaffee. Und ich, wie man es vielleicht mit einer Figur aussieht, die haben ganz viel Zucker dabei. Habe ich auch. Und dann. Das ist mir am liebsten. Das ist einfach Genuss, ja, oder? Ja, genau. Mit wem tätest du gerne mal in Ruhe anhocken auf ein Kaffee und rede mit ihm? Oder mit dir? Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht mit einem guten Freund von mir, den ich schon längere Zeit nicht mehr gesehen habe, der zum Beispiel im Deutschen wohnt. Wir sagen uns sehr wenig und mit dem täte ich gerne mal umhocken und einen Kaffee trinken, weil es leider die Zeit oft fehlt. Mhm. Ein guter Partner. Das ist beim eigenen Zuhause das Wichtigste. Perfekt! Jemand, der einen hilft, bis man wirklich am Ziel ist. Apropos, Raiffeisen erfüllt mehr Wohnträume als jede andere Bank in Österreich. Raiffeisen, meine Bank.
Unverfälschter und reiner Geschmack. Qualität durch ausgesuchte Rohstoffe. Wir leben Tradition. Die Brauerei Frastanz. Denk vor Ort. Denk hier in Vorarlberg. Denk Unica. Was ist für dich der schönste Augenblick im Leben gewesen? Wo ich meine Frau kennengelernt habe. Bist du fast ein Lotto-Sex? Ja, eben, das kann man nicht hoffen. Was würdest du gerne noch einmal machen? Was ist das? Ich bin vor 6 Jahren mit dem Fahrrad von Altach nach Leupersdorf zur Therme gefahren. Mit ein paar Kollegen. Ja. Ist 6 Jahre her, war noch ein bisschen sportlicher. Und so etwas möchte ich noch einmal machen. Toll, das wäre mein größter Wunsch. So unter Männern? Unter Männern einfach genießen und einfach, ja, sich betätigen. Wo fühlst du dich pudelwohl? Daheim, auf der Terrasse, bei einem feinen Gläschen Wein, schönes Wetter am Abend. So schnell ist man zufrieden. Ja, genau. Es braucht nicht viel. Ja, ich würde sagen, was nach dieser Wanderung da von der Kraftplätze habe ich jetzt hier für dich aus dem Zaubersack von Unica da, schau, ein paar tolle Sachen da. Ja, Brötli, regionales Brötli. Ja, das ist ja super. Den habe ich natürlich. Das kennst du, das kleine geht immer. Ja, das geht immer. Den habe ich Landjäger aus dem Wald, vom Broger. Ja, okay. Und dann habe ich natürlich noch 3 Käsekäse von Vorarlberg mit. Die hast du sicher gern. Ja, die habe ich ganz gern. Das ist wirklich ein Zaubersack da, weißt du? Weißt du, weil da habe ich noch einen Williams vom Pfanner. Ah. Und weißt du, was da für alles Platz für hat? Für die Gesundheit. Jetzt wirst du schauen, was alles Platz hat. Ich habe natürlich Kaffee da gehen vom Hämmerli. Wo hast jetzt der Herr Franz? Ja, denk, wenn ich mit dir gehe, nehmen wir einen Kaffee to go. Nehmen wir einen Kaffee to go, ja sicher. Jetzt mit Schuss oder ohne Schuss, jetzt Franz? Können wir uns noch, machen wir noch einen Ausdruck. Jetzt bin ich froh, dass ich dich überraschen konnte. Ja, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Was da alles drin ist. Ja, größer wenn man jetzt meint. Jetzt haben wir mal noch etwas essen. Ja, super. Zum Wohl, Franz, gell? Zum Wohl. Gell? Ja, danke für den schönen Tag. Ja, ist das gut. Du, Georg, hast du eigentlich einen Held von deiner Kindheit? Jeder hat das so vorne. Ja, das habe ich. Das kann ich dir ad hoc beantworten. Das ist mein Großvater. Zu dem habe ich ganz eine besondere Verbindung gehabt. Und das war mein Held gewesen. Und du hast aber auch eine positive Lebenseinstellung. Was ist dein Lebensmotto? Ja, lachen und lustig sein und einen Humor haben. Das ist schon mal grundsätzlich meine Lebenseinstellung. Und mein Lebensmotto, das ist nicht loslassen. Das ist gut. Wie bist du eigentlich zu Hämmerli Café gekommen? Was hast du vorher getan? Das ist eine ganz gute Geschichte. Und zwar, ich habe ja ursprünglich in Metall gelernt. Also ich habe in Tirol, im Stubaital, eine Fachschule gemacht für Werkzeugbau, genau, und Fertigungstechnik. Ich bin dann rausgekommen und bin dann in einem Metallbetrieb gewesen, in Nenzing, einer kleinen Firma als Produktionsleiter. Habe mich dort im Bereich CNC weitergebildet. Ja, und danach ist das Bundesheer gekommen und dann ist der Georg einfach mal Flücke und gesehen, jetzt macht er mal was anderes. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen und gesehen, du, wir so einen Briefträger, jetzt nütze ich das auf der Post. Nein! Ja, ja, und dann bin ich auf die Post, gedacht war 2 Monate. Siehst du, vom Vögel hätte ich schon Briefträger. Und das Ganze ist dann über ein Jahr gegangen. Und irgendwann hat mich mein damaliger Schulkollege, der Inhaber von unserer Firma, angerufen und hat gesehen, Georg, willst du nicht einmal ins Büro gehen? Und das war am 1.2.1995 gewesen. Ja. Und seitdem bin ich bei der Firma Hämmerli. Boah, super. Aber du bist jetzt so zweiter Geschäftsführer oder Geschäftsführer? Was ist deine Position? Also in mir, die Firma Hämmerli ist in 2 Bereiche aufgeteilt. Das ist einmal der Bereich Automatenservice und Gastronomie. Und für den Bereich habe ich die Geschäftsführung. Das ist das Hämmerli Café, glaube ich, was viele Radlberger kennen. Aus der Betriebe, aus der Gastronomie. Mhm. Für den Teil bin ich zuständig. Und der Markus Hämmerli, der Inhaber von der Firma, der macht den Bereich Produktion und Großhandel. Wie ist das zu der Erfolgsgeschichte Hämmerli Café gekommen?
Hämmerle ist ein ganz ein klassischer Vorarlberger Familienbetrieb, muss ich sagen. Der Seniorchef hat damals auch angefangen, im Heimfamilienhaus, mit zwei, drei Automaten, hat damals schon in einer Betonmischmaschine die Produkte zusammen gemischt für die Automaten. Und so sind jetzt zwei Zweige über die vielen Jahre gewachsen und mit viel Fleiß natürlich und Sparsamkeit steht die Firma Hämmerle heute da. Dank der Mitarbeiter natürlich auch, ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, das ist das Erfolgsrezept für unsere Firma. Wie viele Mitarbeiter haben wir? Wir haben jetzt 90 Mitarbeiter im Moment. Boah. Nur am Standort Bludesch? Wir haben nur am Standort Bludesch 90, sind aber auch nur dort. Seit am April letztes Jahr haben wir eine Rösterei in Innsbruck gekauft, die älteste Gourmet-Rösterei. Nosco. Nosco, genau. Wie du vielleicht schon gehört hast davon. Wir machen fest Werbung und das ist schon eine tolle Geschichte. Und dort sind noch einmal 4 Mitarbeiter. Vor kurzem war der Tag des Kaffees. Ich habe den genossen. Ich bin ein bekennender Kaffeetrinker. Ja, das ist gut. Ohne Kaffee geht nichts. Es geht mir auch so. Ja, aber der Kaffee ist ja eigentlich das Getränk der Österreicher. Ja, also da sind wir europaweit führend. Ich habe gerade eine Statistik gelesen, dass wir im Jahr 7,3 Kilo Kaffee brauchen. Jetzt habe ich mir das einmal zurückgerechnet. Das sind ungefähr 2,5 Tassen jeden Tag. Ja, und das ist eine ordentliche Menge. Da liegen wir über dem Durchschnitt von ganz Europa. Eigentlich. Ja, da liege ich auch drüber. Was trinkst du? Deine Sorte, was hast du? Wie hast du am liebsten? Ich trinke Schwarz. Ich trinke Schwarz. Ohne allem. Ohne allem. Ja. Und wenn ich mal süße Momente brauche, dann trinke ich einen feinen Cappuccino. Gibt es ja auch bei euch. Haben wir auch, natürlich. Wie ist das? Ist euer Hauptgeschäft Automaten? Oder was ist das Hauptgeschäft für euch? Also wenn wir das gesamte Unternehmen anschauen, dann ist sicher der Bereich Produktion und Handel mittlerweile größer. Natürlich sind wir im Ländle auch dementsprechende Größenordnung. Also wir haben über 4000 solche Genussautomaten stehen. Ja, darum sind die so bekannt. Das sind ja alle Firmen und Schulen. Ja, also wir sind da vom kleinen Gewerbe bis zur Industrie verteilt und bieten heute auch bei Großbetrieben richtige Verpflegungskonzepte an. Also viele stellen sich auch darunter vielleicht vor, ja, da steht da so ein Kaffeeautomat, aber wir sind oft vor der Planung weg schon dabei und entwickeln mit den Unternehmen Verpflegungskonzepte in Richtung gesunde Hause, wo sind die optimalen Wege und so weiter. Ja, ist sehr umfangreich. Umwelt ist euch auch nicht wurscht. Ihr habt nur gelesen, eure Kunststoffbecher, die könnt ihr jetzt neu raus. Ja, genau. Bringen das raus. Ja. Da sage ich vielleicht etwas dazu. Das machen wir schon viele Jahre. Wir sind sehr nachhaltig unterwegs. Also, wenn wir unsere Firmaerweiterung gemacht haben, haben wir alles auf Photovoltaik umgestellt. Haben mittlerweile auch 2 Elektrobusse, die unterwegs sind. Oh, und jetzt haben wir uns gesehen, unser Ziel ist, bis Ende 2020 möchten wir 60% von allen Kunststoffbecher, die wir in Umlauf bringen, vermeiden. Und in Form von Papierbecher bzw. umstellen. Und jetzt außerhalb Österreichs, was vertrieben wird? Ja, also da ist so der Bereich Produktion, Handel. Wir produzieren im Prinzip die Produkte, die wir für unsere Kaffeeautomaten brauchen. So kann ich das jetzt ganz einfach sagen. Und beliefern solche Firmen, wie wir sind, in ganz Europa. Wir haben ungefähr, oder liefern in 22 verschiedene Länder. Mittlerweile darf ich sagen, bis nach China sogar. Und ja, da sind wir schon stolz. Da halt eine Qualität setzt sich durch. Ja, genau. Und für das möchte ich vielleicht auch noch was ergänzen. Der Vorteil, den wir haben im Betrieb, ist, dass wir selber in der Branche tätig sind, also in der Betriebsverpflegung. Und unsere Kunden schätzen das natürlich sehr. Was ist für dich Vorarlberg? Heimat. Zurückkommen und alle Möglichkeiten zum haben. Oh, schön. Ja, liebe Zuseher, das ist jetzt eine Begegnung am Berg. Heute bin ich unterwegs mit dem Georg Gerster, ein sympathischer Geschäftsführer von Hämmerle Kaffee. Auf den freue ich mich übrigens jetzt gleich da. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder Begegnung am Berg, österreichweit auf Ländli TV.